Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded Part 34. Jetzt. Ja, fuhr endlich draußen, bla 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 bla. Hallo Malefiz, again. Dum, 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 dum. Ne, diesmal nicht. Also ich soll auf den Kopf klettern, um anzugreifen oder was? Ja, klappt auch gerade so gut. Ja, man sieht ja, wie ich auf den Kopf klettern kann. Der Tipp sagt, du kletter auf den Kopf, du blöde Jan. Nein. Boah, ich bin so dumm gerade wieder. Boah, ich hasse diese Feuerbälle von der. Ha, hu, ha. Ah. Scheiße, Abschlusskombo an Kombo hier. Ha, hu. Nimm das. Fall um alle Fits. Einfach ein bisschen mehr ausweichen. Ja, super. Ich mach schon wieder. Pieps in for the win. Ha, oh, huh, bam. Autsch, ich bin fast tot. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das wird schon wieder nicht. Das wird schon wieder ein Fail. Aber beim Privatspiel habe ich auch gegen die gefailt. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch auf gar keinen Tipp, wenn ich Game Over gehe. Bringt ja eh nichts. Man hat ja gesehen, wie sie viel gebracht haben. Hopp! Ihren Anfangsfunk kenne ich schon lange. Ich mache das einfach auf meine Taktik. Erstmal hier hinstellen. Komm schon, Schan hat jetzt reingehauen. Ha, hu, ha. Nein. Aus. Jetzt kurz hier hinstellen. Ha, hu. Nein. Fast. Fast hätte der letzte Angriff getroffen. Ha, ha, ja. Bam. Was den besten Scheiß nochmal machen, mal das jetzt. Kurz hier hin, dann da 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 da. Ha, ha, was? Soll das? Bis jetzt haben wir noch keinen Schaden genommen, das ist ziemlich gut. Aber wie sagt man, man sollte nicht den Tag vor dem Abend loben. Boah. Und das zu Recht. Besonders bei so einem Boss. Ich hasse diesen Boss einfach nur. In Kingdom Hearts 1 habe ich ihn auch schon gehasst. In Chain of Memory auch. Ha. Bam! Komm schon, nimm den Schaden einfach rein, ja? Gut, Malefiz. Dim, 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 dim. Ha. Und draufhauen. Tu dir die Beine wieder weh. Oh, arme Malefiz. Aua. Jetzt treffe ich den Kopf nicht mehr. Foolish. Foolish. Aber so ein Feuerball zieht auch viel ab, ey. Voll behindert hier. Gut, dass sie wieder weiter nach hinten gesprungen ist. Ha, ho. Nein, lass mich in Ruhe. Und nein, fast. Ich glaube, man muss eine Abschlusskommando bei der einsetzen, damit sie ihren Kopf fallen lässt. Also so ein Abschlusshieb. Sonst hätte ich keine Ahnung. Ho. Immer schon Luftgrätsche einsetzen. Bam. Dann kurz nach hinten laufen. Ha, ho, ha. Bam! Komm schon, meine Fitz. Geh doch bitte sterben. Ich mag eh keiner als Boss. Oh, guck mal. Windkreise. Bam! 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 Wurde aber auch Zeit. Niemals werde ich zulassen, dass diese beiden deine Hände entfällt. Eines Tages gehen alle Welten mir. Wie wär's noch sehen, Junge? Und ich will erst was trinken. Dankeschön. Boah. Wow, Heiltrank. Das heißt, wir haben gar keinen Rang erhalten. Sora, du bist zurück. Michel! Willkommen daheim, Sora. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mickey und ihr seid ja auch alle da.
Dann bin ich wohl wirklich zurück, was? Dank dir ist die Dampfwelt wieder backfrei. Wir können dir gar nicht genug danken. Freut mich, dass ich euch, dass ich helfen konnte. Aber Riku, was ist mit Riku? Mir geht's gut. Entschuldige, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Riku! Sieht aus, als könnten wir beide unserem Versprechen halten, was? Ja. Ich würde gerne in Ruhe mit dir plaudern, aber für Miki und die anderen zählt jede Sekunde. Hier lang, Leute. Dies ist der Pfad, der euch zurück in die Realität bringen wird, wie versprochen. Der Weg nach Hause. Dann wird dies wohl unser Abschied von der Datenwelt. Ehrlich gesagt stimmt mich das fast etwas traurig. Es war alles faszinierend, das Tagebuch von innen zu erforschen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Erst recht, das nächste Mal können wir die anderen auch mitbringen. Klingt nach einer Menge Spaß. Da fällt mir ein. Es gibt da noch was, ich euch sagen muss. Jetzt wo, also... Aber nein, ich sollte euch nicht länger auffallen. Ich hebe mir das bis zu eurer Heimkehr auf. In Ordnung. Wir haben euch wirklich sehr zu bedanken. Pass auf euch zwei, ihr zwei auf. Danke und bis bald. Sind wir zurück? Hurra, ihr seid wieder da. Na endlich, wunderbare Zeit. Chip und Chap sind hier. Das bedeutet... Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind zurück in der Realität. Sieht so aus, als wärt ihr wieder zu Hause. Könnt ihr mich hören? Klar, Riku. Was würden wir bloß ohne euch tun? Ja, darum geht's. Wir werden euch bald nicht mehr helfen können. Wie meinst du das? Jetzt, wo die Bugs beseitigt worden sind, werden die Tagebuchwelten wieder in den Zustand zurückkehren, in dem sie festgehalten wurden. Das war klar, oder? Ja, alles sollte wieder so werden, wie ich es auf der ersten Reise beschrieben habe. Genau, und daher werden auch Sora und ich unsere Erinnerung an den Kampf gegen die Bugs verlieren. Denn dieser war ja ursprünglich nicht Teil des Tagebuchs. Moment. Heißt das, ihr werdet auch vergessen, uns getroffen zu haben, selbst dieses Gespräch? Wir sind nun mal in Daten. Das lässt sich nicht ändern. Wie unfair. Miki, bist du noch da? Sora? Riku hat mir alles erklärt. Eigentlich ein Grund zum Feiern, nicht? Schließlich wird diese Welt wieder so, wie sie eigentlich sein sollte. Ja, aber... Ihr habt so viel für uns getan, dass ihr das jetzt alles vergessen sollt. Danke, Gemini, aber keine Angst, so schnell werdet ihr uns nicht los. Wir mögen unsere Erinnerungen an euch verlieren, aber ihr werdet immer noch da sein. Was von uns aus dem Tagebuch auch gelöscht wird, wird immer ein Teil von euch bleiben, nicht? Die Wörter mögen fort sein, doch die Erinnerungen leben fort. Bewahrt sie in euren Herzen und wir werden da sein, wenn ihr uns braucht. Sora. Die Verbindung wird schwächer. Das ist dann wohl der endgültige Abschied. Also dann, grüßt den Sir und Riku dort drüben. Was ist das? Die Herzen bleiben nun komplett. Wiederherstellungsrate 100%. Der Dunkelheit verfallene Anomalie. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Daten reformatieren? Ja, nein. Ja. Spürst du das? Das muss ein Bug sein. Etwas, was die Anomalie kontrolliert. Etwas, das sie wütend lässt. Aber wir haben doch alle Bugs beseitigt. Dachte ich auch. Vielleicht haben wir einen übersehen. Was wird jetzt passieren? Eine Formatierung würde eine vollständige Löschung der Datenwelt bedeuten. Wer auch immer dazu fähig ist, er darf nicht nach draußen gelangen. Ihr müsst die Daten isolieren. Aber das wäre das Ende von euch und die Aufzeichnungen. Und nicht nur das. Meine Sis und Carlo sind auch noch in der Datenwelt. Ihr Schicksal wäre damit ebenfalls besiegelt. Wie niederträchtig ihr Absichten auch gewesen sein mögen. Wir können sie ja gar keinen Fall dort zurücklassen. Eine Datenisolierung ist also keine Option, aber ohne sie ist auch die Realität bedroht. Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Hey Sora, wo willst du hin? Sora! Oh Mann. Dass auch immer was dazwischen kommen muss. Wie sagt man so schön? Standard! Kann man nichts gegen tun. Hopp. Aufbrechen. Sora, bist du wahnsinnig? Wir können die beiden doch nicht hängen lassen. Du hast Miki gehört, oder? Ich rette meine Fitz und Carlo. Wie denn? Du weißt doch nicht mal, wo sie gerade sind. Ich werde einfach alles absuchen. Hast du denn gar keine Angst? Nicht nur die Erinnerung, auch wir, sogar die ganze Welt könnte schwinden. Klar habe ich Angst. Hattest du doch sicher auch, oder? Hm? Schließlich hast du anfangs auch allein gekämpft. Weil du wusstest, dass nur eins noch schrecklicher ist, als alles ausgelöscht zu werden, schweigend dabei zuzusehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können. Wohl aber, dass ich es versuchen muss. Die Datenwelt löst sich bereits auf. Ich muss die beiden schnell finden. Also mal sehen, hier lang. Oh Gott.
Das wenigen stärker gefährlich, ja, ja. Oh Gott, nein, nicht schon wieder so ein Abschnitt. Ich hasse diese Abschnitte. Okay, sind cool, wenn kein Boss kommt. Ich hoffe, hier kommt auch kein Boss. Bam! Au! Kommt, geht schon. Ja, bam. Ha. 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 Bam, bam, bam. Ja, hier kommt diesmal kein Stellknüppler wie bei Wunderland. Hier kommt diesmal echt kein Boss. Bam! So muss das. Oh, das bringt bei dem nicht. Komm schon! Oh! Entschuldigung, falls ihr jetzt Knopf drücken hört. Ich habe jetzt auf den Controller gesmashed. Und jetzt schon wieder. Weil das einfach mehr Schaden macht, ganz schnell zu schießen. Und jetzt habe ich X gespammt. Oh Gott. Komm schon. Yeah, kaputt, Pyrozipfler. Miau. Miau. Lol. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Immer schön Bug smashen. Boah, ich hasse es so seitwärts. Da guck ich guck irgendwie dann selber seitwärts. Ich weiß nicht warum. Ich guck genau, wie die Sicht da ist. Ich guck dann so schräg da rein. Aber ich muss hier den Part beenden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.